Hallo, hier ist Oliver 3911 und willkommen zu meinem zweiten Teil meines 200 Abonnenten Abo Specials. Zuvor nochmal Dank an alle. Ach Gott, meine Stimme, es ist warm, mein Gehirn schmilzt und es ist warm. Ja, also danke an alle Abonnenten noch einmal. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach den zweiten Teil meines Specials weiter. Und zwar habe ich ja Frage-Antwort-Special gemacht und ja, dazu kommen jetzt die Antworten zu den entsprechenden Fragen. Ja, da fangen wir gleich mal an. Ich werde mal gucken, ob ich das in einen Part kriege, ansonsten wären es zwei Parts, aber egal. So. Und zwar, ich habe angefangen, mit den Fragen kommen jetzt erstmal die Videoantworten, die mir zugeschickt wurden. An alle, die sich nicht mehr an dieses Video erinnern, was ich da alles gemacht hatte, guckt nochmal in die Abo-Special-Liste und dann müsst ihr das finden. Das 200-Abonnenten-Special, das Intro ist ja auch völlig wurscht. So, wir beginnen mit den Videoantworten. Ja, lese ich einfach bloß vor, zeige ich euch jetzt nicht das Video, sondern ich lese einfach bloß die Frage vor. Gut, fangen wir an mit Harry Proppers Gaming. Er hat eine Videoantwort geschickt und zwar fragt er, wie. Was nochmal? Oh Gott, mein Hirn schmilzt. Wieso bekommst du so viele FPS beim Aufnehmen? Ja, also er nimmt immer Splinter Cell bei sich auf und fragt mich, warum er anscheinend so wenig FPS bekommt und nicht so viele. Ja, erstens mal bei Conviction bekomme ich auch nicht viele FPS. Wer einen Beweis dafür braucht, soll sich meine Videos dazu angucken. Ja, und zweitens, ja, bei anderen Spielen. Bei Fraps ist einfach bloß wichtig, hat der Rechner eine entsprechende Performance oder nicht. Wenn du einen schlechten Rechner hast, proper, das weiß ich jetzt gerade nicht, was du für einen Rechner hattest, aber ja, es ist halt eine Frage. Fraps ist ziemlich leistungsfressend. Da kann es einfach mal an der schlechten Leistung des Rechners liegen. Vielleicht ist meiner ein Tick besser, dass es deswegen besser läuft. Ja. Nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Griechenland 92 hat ebenfalls eine Videoantwort geschickt. Und zwar fragt er sie, keine Ahnung. Was hast du für Hobbys neben YouTube und was machst du beruflich oder was hast du später vor? Ja, was habe ich für Hobbys neben YouTube? Eigentlich, ja, zocken, also PC, Xbox 360, Spiele zocken. Dann natürlich besuche ich meine Freunde häufiger, also ich bin häufiger mal bei denen. Dann zocken wir da ein bisschen oder wir quatschen oder einfach bloß so. Ja, Fernsehen, was sind so meine Hobbys? Fernsehen, ich bin großer Filmliebhaber, also. Ich habe eine Menge DVDs, vielleicht mache ich davon auch mal so ein Special, wo ich mal meine ganzen DVDs zeige. Also ich bin schon auch Filmliebhaber. Ja, was habe ich sonst noch so für Hobbys? Fällt mir jetzt spontan eigentlich nicht so viel ein. Ich gehe auch gerne mal ins Kino. Bin ich so der Sportfan, also Sport, ja, kommt drauf an. Also so mal eine Runde Federball oder sowas mit den Kumpels, das macht Spaß. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der einmal die Woche ins Fitnesscenter geht und sich da aufpumpt. Also nee, sowas bin ich nicht. Ja, was machst du beruflich oder was hast du später mal vor? Also beruflich bin ich Schüler und zwar Vollzeit. Ja. Also ich bin noch Schüler, werde mein Abitur versuchen zu kriegen. Und ja, was ich danach machen werde, mal sehen. Vielleicht studieren oder sowas. Also ich denke mal, dass ich so in Richtung des Computerwesens gehen würde, hauptsächlich Spielewesen vermutlich. Also ich würde gerne mal bei so einer Zeitung arbeiten, bei der Computerbild oder sowas, um jetzt hier mal eine Zeitung zu nennen. Das fände ich schon ganz geil, aber ja. Da sehe ich mal so ein bisschen, was sich da entwickelt. Aber so in diese Richtung würde ich gerne mal gehen. Vielleicht auch in die Programmierung von Spielen oder allgemein Software. So in dieser Richtung. So, nächste Frage. Und zwar der PSN Gamer 95, ebenfalls eine Videoantwort. Und zwar fragt er, welche kommenden Let's Plays planst du? Ja, welche kommenden Let's Plays plane ich? Ich habe ja bei meinem Kanal so eine Liste drin, links unten in der Ecke, die hast du ja auch gesehen in deinem Video, die hast du ja auch beachtet. Also hier auch gleich nochmal, ich habe die Fragen ein bisschen gekürzt teilweise, weil dann hin und wieder noch ein bisschen was dabei war. Also ja, und auch Rechtschreibfehler oder sowas nehme ich auf meine Kappe, bin ich nicht so. Ja, was plane ich als nächstes für Let's Plays? Ja, hauptsächlich habe ich in meiner Liste halt die stehen, die ich wirklich plane. Also geplant werden jetzt zum Beispiel, wenn das neue Tomb Raider 9 rauskommt, das soll ja irgendwann 2011 oder sowas kommen, werde ich das vermutlich spielen. Da das aber noch ein Weilchen hin ist, habe ich auch noch, was ich mal vorhatte zu spielen, waren die Prince of Persia Teile, also Sands of Time Saga. Ich glaube, dass ich das auch dann demnächst mal machen werde, aber erstmal möchte ich so meine momentanen Projekte abschließen und dann mal sehen. Also Prince of Persia werde ich, glaube ich, auf jeden Fall danach mal machen. Gut, nächste Frage von Jant100, ebenfalls mit einer Videoantwort geschickt. Und er fragt, warum hast du mit dem Let's Playen angefangen? Das ist eine sehr gute Frage, da werde ich jetzt auch ein bisschen ausholen. Und zwar, mein YouTube-Account bestand schon ein Weilchen, den hatte ich früher irgendwann mal angelegt, einfach mal so, just for fun. Ja, hatte mich damals noch geärgert, dass es Oliver 391 nicht mehr gab. Normalerweise ist mein Standard-Nickname überall Oliver 391. Gab's nicht mehr, ist von irgend so einem scheiß Engländer ohne Content besetzt, dieser Kanal.
Also habe ich mich Oliver 3911 genannt. Das ist erstmal die Geburt meines YouTube-Kanals. Ja, und dann passierte da eine Zeit lang nichts mehr drauf. Hatte den einfach mal so erstellt, um Abo zu abonnieren, so ein bisschen. Also um halt Abos zu machen, um mal so ein bisschen die Sachen, die man so regelmäßiger guckt, mal ein bisschen im Auge zu behalten. Bewerten natürlich auch, aber ansonsten, ja. Irgendwann dann mal zu Giga-Zeiten habe ich dann mal angefangen, gedacht, ach, naja, ich habe jetzt X-Fire. Ne, das war also so früher. Ich hatte gedacht, ach, ich habe jetzt mal X-Fire. Das ist ja dieser Messenger, der auch Videos aufzeichnen kann von Spielen. Dazu komme ich später noch, da kommt später noch irgendeine Frage. Und ja, habe dann einfach mal von irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr welches es war, ist ja auch mittlerweile wurscht, einfach mal aufgezeichnet, bei YouTube hochgeladen. Und ja, das war auch mal so ein Fun-Video, da hatte ich mal irgendeinen Bug gehabt bei Portal. Da hatte mein Charakter auf einmal lilane Augen, das habe ich auch mal aufgenommen. Ja, das waren im Prinzip meine ersten Videos. Dann später mit der Giga-Zeit hatte ich dann so. Oh Gott, jetzt hab ich einen Faden verloren. Also mit der Giga-Zeit, dann später, als Giga nur noch eine Webseite war, war ja dann auch so, dass man mal Gameplay-Videos einschicken sollte. Also so kommentierte Gameplay-Videos. Ich habe mal Need for Speed Shift gemacht. Ein Zweiteiler. Kann man immer noch auf meinem Kanal bewundern, dieses Video. Ja, wurde seltsamerweise nie genommen. Aber ja, damit fing es dann so an, dass ich dann so ein bisschen geguckt habe, ja, Videos aufnehmen kannst du mittlerweile, Fraps hast du mittlerweile auch, kommentieren kannst es. Und ich hatte zu der Zeit auch schon so die Let's Player-Szene gesehen, also so verschiedene Let's Player. Und ja, die hatte ich mir dann einfach mal angesehen. Fand das gut eigentlich. Hatte vor allem auch, also wirklich einer der ersten wirklichen Let's Player, die ich damals gesehen hatte, war Eze Hichel. Auch nochmal groß an der Stelle. Ja, er hatte mich im Prinzip so irgendwie auf die Idee gebracht. Ich bin ihm eigentlich auch bloß durch Zufall, habe ich ihn gesehen, weil er halt auch bei Giga ein kommentiertes Gameplay eingeschickt hatte. Dann, dadurch bin ich auf seinen Kanal gekommen, habe gesehen, ach ja, Let's Plays, er spielt so ein Spiel durch, kommentiert das. Hey, das könntest du doch eigentlich auch mal machen. Ich meine, kommentieren kannst du kannst es aufnehmen, machst du einfach mal. Also das war damals eigentlich bloß, ich hatte mit diesen Gameplays angefangen, um ein bisschen Content auf meinen Kanal zu bringen. Ja, mit diesen Let's Plays, also mit Tomb Raider Legend, habe ich dann einfach mal angefangen, mal gucken, wie sich das entwickelt hat. Und ja, es hat sich ja ganz gut entwickelt. Also so habe ich eigentlich angefangen. Ursprünglich einfach mal eine Idee, um ein bisschen Videos auf den Kanal zu kriegen. Mittlerweile halt ein richtiges Hobby von mir. Also ja. Er hat noch eine weitere Frage. Also Jant100 hat noch eine weitere Frage, warum ich mich nicht ausziehe. Ich weiß nicht, ob das Ausziehen hier jetzt richtig geschrieben ist. Ich habe das geschrieben. Also falls es nicht richtig geschrieben ist, ist es mir gleich. Warum ziehe ich mich nicht aus? Darum, du perverse Sau. Willst du mich unbedingt nackt sehen, ne? Ja, so weit kommt's noch. War jetzt keine Beleidigung. Nicht so böse nehmen. Gut. Wie nimmst du außerhalb eines Games auf? Da habe ich zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal gibt es eine Freeware-Tool, das nennt sich Cam Studio. Einfach mal bei Google eingeben, da findet man das. Das ist so ein Freeware-Programm, das nimmt einen Desktop auf oder auch nur aus einzelnen Bereichen. Ist ganz schick. Und ja, ist für kurze Videos eigentlich gut geeignet. Wie gesagt, Freeware. Und dann habe ich noch Camtasia. Das ist halt so ein professionelleres Aufnahmetool, habe ich mir auch neulich mal besorgt. Und ja, damit nehme ich eigentlich hauptsächlich meinen Desktop auf. Ist ein gutes Tool, was das angeht. Also wer wirklich professionell mal einen Desktop aufnehmen will oder sowas, besorgt euch Camtasia. Das ist super dafür eigentlich gedacht. Also das ist schon ein schönes Programm. Ja, aber wer es halt was Kostenloses möchte, kann auch hier Dings nehmen. Cam Studio, das ist wie gesagt Freeware. Warum magst du das Lied Allons und Donks nicht? Dazu komme ich später nochmal. Das Lied ist von den Franzosen. Was ich gegen die Franzosen habe, hören wir später noch. Da gibt es nämlich noch eine Frage, die da folgt. Gut, nächste Frage. Von The Pimp, Pimp Crew 1. The Pimp Crew 1. Ebenfalls als Videoantwort zugesendet. Wo wohnst du eigentlich? Das geht dich mal gelinde gesagt eigentlich gar nichts an, aber ich bin jetzt mal nicht so. Ich sag mal, ich wohne in Brandenburg. Das ist dieser kleine Bundesstaat um Berlin rum. Also das ist das, was alles um Berlin rum ist. Das nennt man Brandenburg. Da wohne ich. Und zwar im südlichen Teil. Näher gehe ich darauf jetzt nicht ein. Da müssen. Bei 1000 gehe ich vielleicht mal näher drauf ein. Also 1000 Abonnenten. Aber ja. Gut. Hast du Geschwister? Und den Rest der Frage können wir ignorieren, denn nein, ich habe keine Geschwister. Und damit hat sich der Rest dieser Frage erledigt. Nächste Frage. Von völlig unwichtig, denn der Part ist vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part und dann mit weiteren Fragen und Antworten. Von mir, Oliver 3911. Wir sehen uns. Ciao.